schöneres Opfer. Ja? Was? Wobei wir kennen die Puppe der Leihlaufe, dann kennen wir das schon. Ja. Mich jetzt vorgestellt, wenn ich das vorher nicht gefunden habe. Das wäre sowas, da rufen uns Kinder, ne? Ja, das ist doch in deiner Zukunft. Eine vermisste Person im Ja, die machen jetzt Argusübungen. Ich habe eine kleine Explosion im Keller gemeldet. Sind alle Personen raus, bis auf einen, sie vermissen wir. Wir gehen davon aus, dass es im Keller ist, wir wissen es nicht. Oh, dann hat er. Jetzt habe ich eine kleine Lageskizze vom Keller gemacht. Und jetzt geht der Angriffstrupp vor. Ohne Artenschutz. Thank you.
Lasse, Holly! Holly! Wenn die Lederwasser machst, Hochdruckschlauch! Hochdruckschlauch! Simon, hast du heute nur, ob du die Bilder anziehen sollst? Wenn es soweit ist, meine Einsatzbeschäftigung dann ab. Kann ja alles schneiden. Okay. Ja, Moment. Normale Gesicht. Jetzt. Ach so, gelb. Einsatzseite ist gelb. Ah so, jetzt verstehe ich. Da war 1964, wurde mal unten das Kino gebrennt. Da haben wir noch Bilder, wo sie stehen mit der die ganz eigene Strahlung. Noch ein Meter, wenn.
Super. Moment! Super. Warum wird das zerstört? Ja, das ist hier ein Aluminiumgehäuse und nach Beendigung der Arbeiten sieht man nicht, ist der Filter benutzt oder nicht. Deswegen markiert man den und zerstört oben das Gewindegehäuse, sodass er nicht mehr benutzt werden kann. Auch aus Sicherheitsgründen, dass man das nicht mehr nehmen kann, weil es leer ist, ja? Ja, weil oftmals sind ja Staubpartikel dann in dem Filter gebunden und dann ist Atmen so schwer möglich nach Einsatz, weil man zieht ja auch viel Luftfeuchtigkeit rein durchs Ein- und Ausatmen. Ja. Deswegen macht man oben das Gewinde kaputt, dass sie nicht mehr genutzt werden. Thank you.
will nur demonstrieren, was nachher noch gemacht wird. Ja, alles gut. Das ist also. Dass wir quasi das Versicherungsdruck abnehmen müssten. Wie viel Zeit wird benötigt, um zum Einsatz zu kommen? Wie viele Leute kommen da? Wie schnell werden die gerufen? Also wir bekommen eine Alarmierung. Nach der Alarmierung sind wir ca. in 4 Minuten im Gerätehaus. Nach 8 Minuten sind wir ausrückebereit bzw. sind schon ausgerückt und fahren dann die Einsatzstelle an. Mhm. Und im Schnitt gibt es verschiedene Schleifeverwaltungen, je nachdem, was eine Schleife alarmiert ist, so viele Leute kommen. So, wie ist von Ihrer Sicht der Einsatz gelaufen? Sind Sie zufrieden? Ja, durchaus. Verbesserungspotenzial, immer bei einer Übung, aber dafür üben wir ja. Als wir hergekommen sind, stellen wir einen Kellerbrand da, im Bereich des Gebäudes her. Eine Person wurde vermisst. Der Angriffsdruck gegen Unterarmschutz zur Personenrettung vor, hat die Person auch gerettet und aus dem Gebäude gebracht. Anschließend wurde noch der Brand bekämpft und der Einsatz beendet.